Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad Hard Plus. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, Moment, haben wir in der letzten Folge nicht sogar zwei penetriert? Beowulf und das Pferdchen, war da nicht irgendwie sowas? Vernichten sie alle Gegner, ja, wir werden mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen können und werden dann demnächst mal wieder mal gegen Virgil kämpfen. Also wir sind echt nur mit fucking Bosskämpfen beschäftigt. Das sollte doch aber hier machbar sein, oder? Das sind ja nur ein Haufen Spinnen. Ein bisschen ausweichen, ein bisschen viel ausweichen und dann sollte das gehen. Oh Gott. Ich will diese Kugel haben. Sie erscheint mir nicht so schwer. Zack, zack. Einfach hochjuggen und den hier machen, genau. Oh nein, nein, nein. Oh, komm, fuck off. Fuck off. Bam, bam, bam. Bam. Sehr gut, geteilt. Und du kannst dich auch mal verabschieden. Oh, da liegt noch was. Hier liegen Kugeln, 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 Kugeln. Okay, jetzt kommen natürlich die Fetten. Oh, eine Hexe. Wow. Bom, bom. Aufpassen auf die Hexe, die man nicht sieht, weil die Kamera so toll ist. Ah, fuck. Okay, Teufelsgestalt, Teufelsgestalt. Erstmal die Spinnen penetrieren, die sind, glaube ich, ein bisschen nerviger. Bam, bam. Ah, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich hier im ersten Let's Play gesagt habe, dass ich erkältet bin. Okay, zack, zack, zack. Komm schon, nein, auf zu kontern, da bin ich genau reingesprungen. So, die erste ist weg, lässt sie mir vielleicht ein... Oh, what the fuck. Okay. Das war bitter. Sag mir nicht, ich muss jetzt. Oh, ein Glück. Ja, nee, fuck you, ganz ehrlich. Das ist mir dann vielleicht doch nicht wert. Alter. Der Schaden, ne? Total übertrieben. Aber an und für sich eigentlich eine easy Kugel. Zumal diese Dinger ja auch wahrscheinlich einfacher wären, wenn man sie auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad penetriert, würde ich jetzt mal spontan sagen. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre und der Schwierigkeitsgrad da nicht wirklich eingreift. Okay. Da muss ich erstmal hier lang gehen. Ja, ich weiß halt gar nicht, ob das vor oder nach Virgil kommt. Das mit den Toren öffnen. Ich würde behaupten, das kommt erst danach. Was gibt's hier? Eine Menge Schachfiguren. Und da gibt, da oben gibt's was. Komme ich da ran? Ach so, wahrscheinlich. Hä? Ist es weiter oben als man... Ah, okay. Wusste gerade nicht, ob ich raufdrücken muss oder nicht. Er hat es von selber eingesammelt. Teufelsstern. Müsste, glaube ich, jetzt schon zwei oder drei haben. Ja, ich sehe halt auch wieder hier nicht so wirklich viel. Dank des Spiels. Zack, zack, zack. Oh, ich glaube, der hat mir gerade was Grünes gegeben. Besten Dank. Wow, oh, Alter. Fuck off. Bam, bam, bam. Nein, 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 nein. Feuer, 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 Feuer. Bam, bam, bam. Drecksmagier, Weißmagier. Ach nee, das ist ja gar nicht der, oder? Ich glaube, der ist da hinten. Stirb. Bam, 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 bam. Mach schön wieder so ein bisschen aufladen hier. Zack, zack, zack. Okay. Ich schätze, ich muss da rein. Was gibt's hier? Auch wieder irgendwas anderes. Hm. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Ach, wieder so, sowas hier. Das muss ich aufmachen, das weiß ich. Oh, genau hier muss der Spaß dann durch. Das muss ich auch kaputt machen. Und dann, das hier noch, ja. Mehr war da nicht. Wobei. Hier ja auch eine Alternative gewesen wäre. Ich glaube, das öffnet wahrscheinlich den Weg zur blauen Kugel oder so, habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gemacht.
Oder vielleicht müssen wir das auch später machen. Aber glaube ich irgendwie nicht. Uri Halkorn wieder mal. Als nächstes müssen wir da, glaube ich, rechts lang gehen. Es neigt immer dazu, mich minimal zu verwirren, aber glücklicherweise schaffe ich es dann doch irgendwie mal den richtigen Weg zu nehmen. Meistens jedenfalls. Stirb. Hier wurde nicht geheilt. Nicht ohne meine Erlaubnis. Autsch. Bam, 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 bam. Die Dinger sind so nervig, ey. Autsch. Oh, Alter. Macht doch gar keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Achtung, Feuer. Ah. Hat er doch länger gebraucht, als ich dachte. Ich glaube, das ist gerade wieder ziemlich unnötig, was ich tue. Ja, ich hätte einfach weiterlaufen können. Ach, nö. So dumm. Verdammt. Okay. Ja, da komme ich aber noch nicht rein, oder? Nee. Muss erst nach links laufen. Oh, guck mal. Was Weißes. Kannst ja schon mal probieren, aber ich denke mal nicht. Ja. Ja, doch. Scheiße, doch. Ups. Bin ich überhaupt vorbereitet? Ich hoffe es mal. Was war denn da links? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War wahrscheinlich nur ein Zusatz oder so. Vielleicht kommt das auch erst später. Ja, ich meine, ich bin nicht voll aufgeheilt. Ich probiere das natürlich jetzt ohne. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Machen wir erstmal einen Check. Er hat jetzt halt seine neue dämliche Waffe. Ja, fuck off. Ach so. Stimmt. Ich habe ja gar nicht, noch gar nicht, Beowulf. Den kriege ich ja erst danach. Ja, jetzt könnten wir nochmal nach links gehen. Ich guck mal kurz. Ah ja, guck mal hier. Nevan Bullshit. Alles klar. Guti, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Richtig. Habe ich mein Handy gestellt? Ich habe immer Angst, dass ich es nicht getan habe. Ja. Okidoki, zeig mal, was du kannst. Autsch. Nein. Ich meine, das kann man sich eigentlich so denken, weil man ja auch ab und zu vielleicht mal Wörter gespielt hat. Also da sollte jetzt nichts kommen, was unvorhersehbar ist, schätzungsweise. Autsch. Kriegst du dennoch nicht hin. Ah, diese, oh Gott, diese 0,2 Sekunden des Aufprallens sind, ist die Zeit, wo ich angreifen kann. Bam, 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 bam. Okay, lass mich mal was nehmen, hat ja keinen Sinn. So, jetzt muss ich es dann aber auch schaffen. Okay, Teufelsgestalt. Hält die eh nicht sogar auf? Geht ihn auf, Mann. Ich muss irgendwas dagegen tun. Im besten Fall natürlich auch mit Teufelsgestalt angreifen. Okay, hält nicht so lang. Da, 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 da. Hätte ich also doch ignorieren können. Ah, du Opfer. Bada, 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 bada. Ja, naja, zur Not feuer ich noch Weihwasser rauf. Du machst immer nur denselben Käse. Das ist dein Ernst. Zack, 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 zack. Aber die Wörterkämpfe mag ich natürlich am coolsten. Nein. Also die machen schon richtig Spaß. Zack. Aber was? Ich dachte, ich mache jetzt den fetten Konterschlag. Na gut. Feuern wir mal den zweiten Stern raus. Alter, du Arsch. Okay, hab dich. Hab dich. Okay. Rest in Peace.
Alles klar. Oder auch nicht. Bada, bada, bada. Was da los, Leute? Was ist mit dir los? Kann es sein, dass deine zweite Phase einfacher ist als die erste? Jetzt dreht er nochmal am Rad. Ich glaube, danach ist aus. Autsch. Gut, das habe ich nicht kommen sehen. Genauso wenig wie die Nisa. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich dich. Ah, nee, doch nicht. Jetzt aber. Komm, verrecke. Stirb! Bada, bada. Reicht das? Das reicht noch nicht. Nee. Oh, nein. Jetzt lädt er sich auch nochmal auf. Ist das dein Ernst? Deine Teufelsanzeige möchte ich mal sehen. Die muss doch total unfair sein. Wobei, ich glaube, man kriegt Teufelsenergie, wenn man Schaden nimmt. Daher ist es vielleicht doch nicht so abwegig. Komm, ja, nein. Nein. Alter. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Jetzt ist Schluss. Hallo. Ich hab gesagt, jetzt. Alter. Hallo, jetzt ist Schluss. Jetzt ist er tot. Nein, nein. Auch nicht die Kombo abbrechen. Oh Gott, okay. Weißt du was? So. Da lasse ich mich nicht lumpen. Vielleicht hätte ich mal mehr mit den Pistolen agieren sollen. Aber egal. Das ist echt so unnötig, was hier passiert mit den Sternen. Oh. Okay. Weiter im Text. Jetzt müsste ich auf jeden Fall Beowulf kriegen. Puh. Langsam kommen wir zum schweren Teil. Zum abgefuckten Teil, wo es wieder Backtracking gibt. Auftrag 14. Natürlich kaufen wir uns wieder einen Stern. Und nichts weiter. Weil wir kein Geld haben. Ja, soll ich jetzt zu Beowulf wechseln? Pff, oh nee, ich denke, das passt schon. So. Achso, genau, die musste man sich sogar holen, glaube ich. Lagen die nicht irgendwo? Achso, ja, die lagen. Die musste man, glaube ich, einsammeln. Die lagen irgendwo vor der Tür oder so. Ich werde aber mal Folgendes machen. Sofern ich sie denn mal dann mal finde. Doch nicht. Oder? Hallo, sammel ein. Werde ich jetzt mal wechseln, um mir den blauen Steinsplitter holen zu können. Ich meine, das wäre sonst echt. Ich meine, es ist im Grunde gratis, das wäre sonst Verschwendung. Also wechseln wir mal kurz. Das, was man gratis kriegen kann, sollte man nicht ablehnen. So. Wir können ja mal schauen, wie sich das verhält mit Rebellion. Ob das eine gute Kombo ist. Weiß er nicht. So. Ja, eine einfache Aufgabe. Ja, tatsächlich, ich musste das echt frei machen. Ja, komm. Wir können das ja mal bis zum nächsten Laden drin lassen und testen. Gott, hier sieht's auch wieder toll aus. Der Höllenfahrstuhl. Hier sieht ziemlich heiß aus. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Gab's hier oben was? Nee, hier war ich ja auch schon. Okay, genau. Jetzt kommt ja der Gulasch mit dem Backtracking. Mit den ständig verändernden Räumen. Mal schauen, wie wir das so hinkriegen.
Moment. Ich glaube, da lag da nicht vielleicht sogar noch was. Egal. Okay, ihr seid nervig. Ach, hier könnte ich mit der Waffe ein schönes Dash-Cancel veranstalten. Wenn es denn nicht so laggen würde. Ich kann es aber natürlich auch sein lassen. Ja, jetzt kommt die schöne Musik der zweiten Hälfte. Meine Lieblingskampfmusik. Now you've really crossed the line. Oh nein. Cross the line, oh nein. Sterb doch. Das ist dein Ernst. So. Machen die irgendwie mehr Schaden als Rebellion? Dash Cancel. Dash, ouch. Sind halt nicht die besten Gegner dafür, glaube ich. Oh. Ich glaube, die machen mehr Schaden. Okay. Natürlich kommt da noch mehr. Zack. Vielleicht sollte ich mit dem Gehüpfe aufhören und einfach mal mich dahinter stellen und angreifen. So schwer ist es ja nicht. Okay, Problem erkannt. Toll. Das war wieder mal sehr, sehr spaßig. Moment, was ist denn hier? Geht das? Nee. Muss ich jetzt da rein? Nee, da kam ich ja her. Dann in die rote Tür. Nee, war hier nicht mal irgendwo eine Tür? Rechts, links. Ich sehe nichts außer blau. Fuck. Da muss ich hin. Genau. Jetzt muss ich wieder diese tolle Fahrt über mich, oder? Warte mal. Nee. Oder? Das ist doch Schwachsinn. Muss ich nicht hin. Nee, nee, nee. Oder? Nee, 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 niemals. Wieso sollte ich denn da hin? Aber die Frage, wo muss ich dann hin? Oder muss ich doch da? Gab es hier noch eine andere Tür? Ich glaube, ich muss da hin. Hoffe mal, dass es jetzt keine Zeitverschwendung ist. Ich habe irgendwie so gerade das Gefühl, als würde ich irgendwas falsch machen. Aber egal. Wäre nicht das erste Mal. Und im Endeffekt stellt sich dann heraus, dass es richtig war, aber es interessiert so oder so keinen. Also ganz egal, ob ich was falsch oder was richtig mache. Weil ich keine Titten habe. Hätte ich Titten, hätte ich schon 100 Millionen Abonnenten und Aufrufe und Dollars. Titten an die Macht. Oder auch nicht. Ich habe das auch hier in Erinnerung, dass ich mit dieser krassen Musik hier kämpfe. Und daher kann es ja eigentlich gar nicht falsch sein. Oh. Bam, 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 bam. Zack. Dash Cancel. Waffen cancel. Bam. Jawohl. So sieht das aus, wenn man Attacken cancelt. Wenn man die Animation cancelt. Endlose Dash-Kombos. Oh nein, die Hexe ist da. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja meine Teufelsenergie dafür gespart. Ich sehe nichts. Gott. Bam, bam. Bam. Zack. Dash-Cancel. Ja, ja. Sehr gut. Ich hab's immer noch drauf. Zumindest mit der Waffe. Mit den anderen nicht so. Okay. Du willst wieder kontern. Da krieg ich das Handy. Gott, 18:42 ist es schon, lol. Komm schon. Schön in den Rücken gelatscht, falls du einen hast. Wie viel Lebensenergie hast du noch? Okay, ein bisschen noch. Zack, 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 zack. Okay. Konter, Bitch. Sehr gut, tot. Mal schauen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Der führt mich doch nur zu Biowulf, oder? Bin ich eigentlich danach nochmal mit dem Ding gefahren? Hm.
Ah nee, das ist schon richtig klar, weil sich hier alles gedreht hat. Nee, alles gut. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad Hard Plus. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir diese Mission hier irgendwie beenden können. Bis zum nächsten Mal. See ya.